Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem 12. der 12. Rauhnächte, die Nummer 7. Es freut mich ganz fest, dass so viele Leute mir immer wieder ein Feedback geben. Jetzt sind wir schon in der 7. Nacht. Das heißt, ihr in Europa, hier in Südamerika ist noch Mittag, ihr in Europa, ihr geht schon auf die Nacht zu, keine Ahnung, ob es bei euch schon dunkel ist, vermutlich schon. Und dann geht ihr in die Nacht hinein und kommt in die 7. Rauhnacht. Das heißt, die 7. heilige Nacht, das ist die Nacht zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Und das ist eine ganz besondere Zeit, wo wir jede Nacht steht, und zwar nicht erst seit dem gregorianischen Kalender, sondern schon viel, viel länger in diesen dunklen Zeiten in der nördlichen Hemisphäre, in der helleren Zeit, in der südlichen Hemisphäre, in dieser Zeit, in der dunkleren Zeit, wo wir dann in der ganz dunklen Zeit diese Nächte nehmen, um neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen zu machen, um Neues zu erleben, um Neues zu reflektieren, um Altes zu reflektieren, um Altes zu verwandeln in eine neue Kraft und so weiter. Und dann sind wir ja auch, wie man sagt, zwischen den Jahren. Das heißt, wir sind zwischen vor dem Jahreswechsel, der morgen ist, und dann kommt das neue Jahr, und da wollen wir gerne vorbereitet sein. Und zwar nicht so, dass wir uns die ganzen Ziele gesetzt haben, die statistisch gesehen nach 3 Wochen bereits alle vergessen sind, sondern wirklich, dass wir uns in einem Verwandlungsprozess befinden. Und da ist das heutige Thema ein ganz tolles Thema, nämlich das sich für Neues öffnen, das innere Kind, das die innere Stimme und das Ankommen und das Nachhausekommen, also dieses Thema, wo wir wirklich sagen können, was wünsche ich mir von mir fürs neue Jahr, wie kann ich da ankommen? Und da möchte ich dir ein ganz spezielles Thema mit dir ein bisschen tiefer eingehen. Wir haben ja jetzt immer wieder zurück, und zwar auch in den letzten verschiedenen Episoden, die wir jetzt hatten, immer wieder vom Kind in dir gesprochen, weil das natürlich ein ganz prägendes Erlebnis ist, was wir als Kind haben. Da sind wir ja offen für alles, was von außen kommt, für positive und auch für negative Einflüsse. Und das ist so, dass die so tief sind, dass man sogar bei den 2-jährigen Kindern bereits feststellen kann, dass sie Verhaltensmuster von ihren Eltern schon übernommen haben als 1,5-, 2-Jährige. Und wenn sie dann nicht mehr mit diesen Eltern zu tun haben, dass sie trotzdem später vielleicht das eine oder andere übernommen haben. Super spannendes Thema. Das kannst du für dich mal vertiefen, wenn du mit Kindern zu tun hast. Ein ganz wichtiges Thema, dass man dann auch Verständnis hat, wo kann eigentlich etwas herkommen. Wir sind alles Erwachsene, oder die allermeisten, die hier sind, sind Erwachsene und haben wirklich Zeit gehabt, sich Glaubenssätze aufzubauen, Dinge, die wir glauben, Dinge, davon wir überzeugt sind, die auch, wenn wir Diskussionen führen, unseren Standpunkt klären zum Beispiel. Und dann haben wir, und das ist ein ganz wichtiges Thema, die Basis, die wir legen, nämlich fürs neue Jahr, ist diese limitierenden Glaubenssätze zu elizitieren, wie man das nennt, herauszufinden, was hindert mich daran, etwas zu tun, was hindert mich daran, zum Beispiel einen Hund zuzutun. Ich habe so gerne Hunde, aber ich tue mir keinen zu. Was hindert mich daran? Und meist ist es irgendwas, was aus einem Erlebnis ist, und du weißt, wie schnell das geht. Ich habe das Beispiel schon mal genommen, könnte auch ein anderes sein, aber du gehst als kleines Kind einer Straße entlang, kommst einen Zaun vorbei, da schießt ein Hund von, du hast es nicht gesehen, kommt der auf den Zaun zu, schießt auf dich zu, und du hast so einen Schreck, du hast dich so erschrocken, dass du das dein Leben lang als Trauma mit dir trägst. Und allermeisten, und da ist ja der Mensch gut eingerichtet, sinkt das dann ab ins Unbewusste, und trotzdem ist es ein Verhalten, das du so gelernt hast. Und genau so kannst du auch wieder lernen, in einem Wimpernschlag, dass du das verlernen kannst. Yoda hat das schon gesagt in Star Wars, to unlearn what we have learned, also um zu verlernen, was wir schon gelernt haben. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und da geht es eben um die Glaubenssätze. Und wir werden in der 12. Rauhnacht werden wir darüber sprechen, was wir jetzt mit diesen limitierenden Glaubenssätzen tun. Deswegen ist es wichtig, dass du dich wirklich, haben wir gesagt, Ritual morgens an die Bettkante setzt, guckst, was hast du geträumt,
Was erwartet dich? Wofür bist du dankbar? Vielleicht ein, zwei, drei Sachen, wofür du wirklich dankbar bist, angucken, den Tag vor dir ablaufen sehen und planen. Und dann abends machst du das rückwärts. Das heißt, du guckst, was waren die besonderen Momente an diesem Tag und die schreibst du dir auf. Also dein Buch ist immer mit dir. Mein Buch ist definitiv immer mit mir dabei. Und wenn ich kein Buch habe, dann habe ich ein Handy. Und wenn ich kein Handy habe, dann habe ich ein OneNote, wo ich immer meine Notizen drauf mache. Ich mache immer Notizen und dann gehe ich die regelmäßig durch. Also, limitierende Glaubenssätze. Und das ist wirklich das Thema für Neues öffnen. Wie können wir uns für Neues öffnen? Und da gibt es verschiedene Prozesse, die wir so anschieben können. Und eines ist wirklich das Thema das innere Kind. Und wenn man so ein bisschen googelt, dann sieht man 26 Millionen. Muss man gucken. 26 Millionen Ausdrücke gibt es oder Bücher oder irgendwelche Schriften über das Thema inneres Kind und wie das verwundet worden ist. Und das ist natürlich auch der Fokus nicht nur weltweit, sondern wirklich, das ist der Fokus, den wir überhaupt haben, immer auf das Negative. Das sind natürlich die emotionellen Höhepunkte, die uns geprägt haben. Genauso könnten wir auch die positiven Höhepunkte nehmen, die uns nämlich genauso geprägt haben, die uns vielleicht auch etwas mal vergessen lassen oder mal über was wegsehen lassen. Aber natürlich, wenn jemand ein Buch schreibt oder wenn jemand das zum Thema hat, dann kommt immer zuerst, wo sind die inneren Wunden? Und da spricht man dann vom inneren Kind. Und wenn du dir, und das haben wir schon als Übung gemacht, wenn du dir jetzt nochmal vorstellst, dein 2-, 3-, 4-, vielleicht 5-jähriges Du, wie warst du da? Hattest du braunes Haar? Hattest du langes Haar? Hattest du kurzes Haar? Wo warst du? Wie war dein Kindergarten, wenn du in einem Kindergarten warst? Oder wie war die Waldschule, wenn du in der Waldschule warst? Wo warst du? Wo waren deine Eltern oder deine Mutter oder dein Vater oder deine Geschwister, wenn du welche hast? Wo warst du? Und was kommt dir als erstes? Und vielleicht machst du so eine 3-Minuten-Übung als allererstes, dass du dich heute Abend nochmal hinsetzt, in dein Buch schreibst und machst dir wirklich einen Timer. Du weißt, ich habe einen Timetimer auf meinem Schreibtisch stehen. Da kann man einfach so verschiedene Minuten einstellen, kannst natürlich auch das Handy nehmen. Hier sehe ich es einfach immer ticken und deswegen mag ich das. Also du kannst dir 3 Minuten einstellen und dann schreib in diesen 3 Minuten ganz fokussiert auf, wie siehst du dich als kleines Kind, als Kind. Vielleicht auch als Zwölfjährige, aber welche Erlebnisse kommen so als erstes hoch? Das ist ja alles im Unterbewussten gespeichert, du musst da gar keine Sorge haben. Wir tragen ja alles mit uns. Deswegen auch alles, was uns geprägt hat im negativen Sinn, ist natürlich dann auch ein Thema. Und dann guckst du dir das an, also zuerst mal das Positive. Und dann guckst du auf das, was Wunden hinterlassen hat. Was sind die. Und das ist interessant, da gibt es 4 verschiedene Arten von Wunden. Es gibt nämlich die Wunden, wo wir uns schuldig fühlen. Musst dir mal vorstellen, wir fühlen uns schuldig. Das ist etwas, was uns eingeprägt wurde. Wofür fühlst du dich schuldig? Dass du vielleicht nicht nett warst zu deiner Schwester oder dass du vielleicht gelogen hast. Im Schnitt lügt der Mensch 400 Mal am Tag einfach zu deinem Trost. Wo fühlst du dich nicht so, dass du komplett bist? Als Kind, wir sprechen nicht von heute, wir sprechen dieses innere Kind an, weil diese Themen, das haben wir in unserer Kindheit uns angewöhnt, wir haben die Synapsen dafür gebildet und das prägt uns bis heute. Das lässt uns zum Beispiel, wenn irgendwas schief läuft in der Gruppe, wo du bist, und dann läuft was schief, dann hast du plötzlich dieses Schuldgefühl wieder. Und dabei müsstest du das gar nicht haben, weil jetzt zum Beispiel das Glas fällt runter, weil das Glas natürlich 100-fach vorhanden ist und das könnte man auch nachkaufen, wenn es dann notwendig wäre. Also diese Schuldgefühle, die du hast, nimm dir dafür Zeit, schreib sie dir auf. Das zweite Thema ist das Thema, dass dich jemand zurückgestoßen hat, also Ablehnung. Und ich kann dir sagen, Ablehnung sehe ich jetzt als Business-Mentorin als eines der ganz, ganz, ganz großen Themen im Sales, also im Vertrieb, im Verkaufen. Und wir verkaufen ja am Ende vom Tag alles. Wenn du jetzt Yogalehrerin bist, dann verkaufst du deine Yogakurse. Wenn du Mama bist, dann verkaufst du dein Abendessen oder Papa. Wenn du Papa bist, dann verkaufst du, ich weiß nicht was, zum Beispiel den Spielplatz. Oder wenn du Oma bist, dann verkaufst du dich als Oma. Wenn du im Business bist,
dann verkaufst du definitiv das, was du als Service-Dienstleistung oder als Produkt auf dem Markt hast. Und dieses Thema Ablehnung, das ist wirklich so stark in den Menschen verankert, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht schön genug sind, dass sie nicht jung genug sind, nicht dynamisch genug, nicht mutig genug, nicht ich weiß nicht was alles. Auch hier setz dir deinen Zeitwecker, wie auch immer dein Zeitwecker ist, und dann stell dir mal 3 Minuten und schreib mal auf, wo fühlst du diese Ablehnung? Wann fühlst du diese Ablehnung? Und wann? Heute, das kann heute sein, das kann als Kind sein. Wo wurdest du wirklich abgelehnt? Und dann schreib das mal auf. Der dritte Punkt ist Ungläubigkeit, dass du das Vertrauen nicht genießt von deinem Umfeld. Und da ist ja so, dass man sagt, der Rufer in der Wüste, wenn du was hast, was noch nicht bekannt ist, dann sind sowieso die Menschen skeptisch in Europa noch viel, viel mehr, im deutschsprachigen Raum noch viel, viel mehr als zum Beispiel in Amerika. Du bringst also eine neue Geschäftsidee auf die Straße und in Europa sagen dann die Menschen, bist du sicher, dass das das Richtige ist, dass das, was du bis anhin gemacht hast, ist doch viel besser, weil sie sich darauf verlassen, dass das ja funktioniert hat und das nicht prüfen, dass das vielleicht für dich das Richtige ist, was du jetzt hast. Das ist dieser Misstrauensantrag, also das Vertrauen, das tief erschüttert ist. Und wenn man jetzt gerade die letzten Jahre anguckt, dann ist das ein ganz großes Thema, denn das geht wirklich auch in die Angst rein, also in diese Thematik, dass du Sorge hast, dass du etwas nicht überlebst, dass du nicht gesund bleibst, dass du, nehmen wir jetzt die Gesundheit, das ist ja ein Riesenthema, dass du isoliert bist, dass du weg bist von deiner Familie, getrennt. Das ist alles, hat alles mit Ablehnung zu tun, das hat alles mit Einsamkeit zu tun. Also geh mal 3 Minuten lang in diese negative, in diese belastende Situationen rein, wo sind deine Wunden in Bezug auf Vertrauen? Und da geht es eben nicht nur Vertrauen, die andere zu dir haben, sondern auch Vertrauen, das du in dich selbst hast. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Eine ganz große Wunde, die wir mit uns rumtragen. Jetzt kannst du, sagt man in der Psychologie, diese Wunde, ich würde sagen, diese Erfahrung. Wenn es nämlich eine Erfahrung ist, dann können wir daraus etwas ziehen. Da komme ich gleich dazu und dann können wir das auch verwandeln. Und das vierte, was wir haben, ist wirklich Angst davor, etwas direkt zu äußern oder direkt zu tun. Das heißt, dass ich Sorge habe, zum Beispiel etwas Neues anzugehen und dass ich es nicht schaffen könnte. Also die Unzulänglichkeit, es nicht zu schaffen oder dass ich etwas, dass ich jemanden heirate oder mit jemandem befreundet bin und eine Beziehung anfange und das Umfeld mag das nicht. Also das könnte zum Beispiel sein, du bist Vater, du hast eine Scheidung hinter dir, du lernst eine neue Frau kennen, du hast mit deiner ersten Frau bereits ein paar Kinder, 1, 2, 3 Kinder und dann hast du eine neue Beziehung und jetzt hast du die Sorge, was passiert, wenn du jetzt rausgehst und sagst, ich habe eine neue Beziehung. Deine Kinder sind aber schon erwachsen. Und was geschieht jetzt da? Was geschieht da mit dir? Was kommt von außen auf dich zu? Und wenn, je älter wir werden, desto mehr solche Erfahrungen haben wir natürlich. Und dann damit bilden wir uns wieder neue negative Glaubenssätze, beziehungsweise belastende, beziehungsweise hindernde Glaubenssätze. Und das gibt uns dann wieder noch mehr Schlacke, die uns umgibt, noch weniger Vertrauen in uns selber. Das war jetzt der letzte Punkt. Und hier diese Sorge zu haben, etwas zu tun und mit etwas rauszugehen. Also das ist der vierte Punkt. Und jetzt wollen wir gerne zur Heilung kommen, denn jede Wunde kann geheilt werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja gestern von der Balance, von der Rückschau gesprochen. Wir haben vorgestern in der Rauhnacht Nummer 5 von der Selbstliebe gesprochen, in der Rauhnacht von der Nummer 4 bereits von der Transformation, von Aufbruch. Und wir wollen jetzt heute da schauen, wie kann ich jetzt dieses innere Kind, was auch eben eine innere Stimme ist, wie kann ich mit dem umgehen? Und wenn du das aufgeschrieben hast, die Dinge, die du siehst, wie siehst du dich als Kind als erstes und die 4 verschiedene Formen von Wunden, die du daraus mitgenommen hast, einfach aus deiner Lebenserfahrung, was draußen geschehen ist, was mit dir geschehen ist,
was mit dir beruflich oder familiär oder von Freundesseite her geschehen ist. Wenn du das aufschreibst, dann kannst du es auch objektivieren. Das heißt, das kannst du ein bisschen weiter wegstellen und kannst es für dich nochmal neu angucken. Und dann hast du diese innere Stimme, die dir immer wieder sagt, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht. Ich habe dir doch schon immer gesagt, du weißt es doch, das ist diese innere Stimme. Und diese innere Stimme, die kann uns so weit verfolgen, da kann man wirklich dann auch das Pathologische draus machen, dass man dann dieser inneren Stimme immer folgt. Dass man diesen Gewohnheiten, die man gebildet hat, und du siehst den Weg, die man sich gebildet hat, diese Gewohnheiten, die man sich aufgebaut hat, dass man denen immer folgt. Diese innere Stimme, die uns immer begleitet und dieses innere Kind, das die Erfahrung gemacht hat. Und da wünsche ich dir, dass du jetzt in diesen Prozess mal reingehst und sagst, was ist mein inneres Kind? Wie war das, als ich klein war? Was war das Positive? Wie war ich? War ich luftig, zurückgezogen in der Natur? Wo war ich eigentlich, dieses innere Kind? Wie hat das ausgeschaut? Dann, wo sind die Verletzungen, diese vier verschiedenen inneren Verletzungen, die wir alle mit uns rumtragen? Und wie kann ich die objektivieren? Das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel hast, ich fühle mich nicht gut oder ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich unwissend oder ich fühle mich, das ist jetzt so das Thema Schuld und diese Schuldwunde, ich fühle mich unattraktiv, also ich schaffe das alles nicht, ich habe es ja schon mal nicht geschafft, jetzt schaffe ich es wieder nicht. Dann kommt das Thema Ablehnung dazu. Dann kannst du vielleicht drei Begriffe von jedem Einzelnen nehmen und in die positive Formulierung kommen. Und immer fragen, was, wenn ich das schaffe, was ist dann, und jetzt kommen wir wieder in die verschiedenen Systeme rein, was ist dann mein Gefühl, wo sehe ich mich, was hat das zur Folge und wie kann das in Zukunft sein? Und dann kommen wir zu uns und dann kommen wir an. Es ist so ein Nachhausekommen, denn du hast nur ein Zuhause. Gestern haben wir noch über Gesundheit gesprochen. Du hast nur ein Zuhause, das bist du, da bist du bei dir. Und dann schau, dass du das nicht nur reinhältst, sondern dass du auch bewusst mit den Themen umgehst, die dich beschäftigen. Und dann, dass du vielleicht zwei, drei Themen nimmst, wo du sagst, da habe ich mir wirklich eine Barriere aufgebaut, das zu sein, was ich wirklich bin, das zu tun, was ich wirklich möchte, das zu holen, was ich wirklich könnte. Denn alles ist möglich. Alles ist möglich für jede und jeden auf der Welt. Es ist nur die Frage, wie stelle ich mich dazu ein und was nehme ich aus meinen Fähigkeiten, die ich mitbringe. Da sind wir beim letzten Punkt für heute. Wie kann ich aus diesen Verletzungen, Unsicherheiten, Ängsten und so weiter, wie kann ich da meine Fähigkeiten verbessern damit? Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, rauszugehen alleine, was kann ich tun, damit ich nicht mehr alleine rausgehen muss? Wen kann ich da anfragen? Dann schreib dir das auf und dann tu es. Tu es in den nächsten 24 Stunden. Alles, was du in den nächsten 24 Stunden tust, wird einen Einfluss haben auf das nächste Jahr. Ja, du weißt ja auch, diese siebte Rauhnacht, die steht für den Juli 2024. Schau jetzt ganz genau hin, was ist es, was dich beschäftigt? Wo kannst du dich für Neues öffnen? Wie kannst du das innere Kind mit integrieren in diesen Prozess? Wie kannst du die innere Stimme mit integrieren in den Prozess, damit du bei dir ankommst? Ja, ein spannendes Thema, das könnte man stundenlang, könnte man das weiter vertiefen. Machen wir aber hier nicht. Wir sind bei der siebten Rauhnacht und morgen kommen wir zur achten und da sprechen wir nämlich schon zum Thema Geburt des neuen Jahres, Fülle, Selbstausdruck und Verwirklichung, was wir uns fürs nächste Jahr vornehmen. Also ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle siebte Rauhnacht und freue mich schon auf morgen, wenn wir darüber sprechen, was nehmen wir jetzt aus dem Alten mit und wie transformieren wir das in das Neue. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Nacht und wenn du in der südlichen Hemisphäre in Südamerika bist, wünsche ich dir einen wundervollen Nachmittag und freue mich, wenn wir uns morgen um 18 Uhr mitteleuropäische Zeit wiedersehen. Ich grüße euch von ganzem Herzen von Südamerika und bis morgen.